alle zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche ging es um das Lied Blue Danube von Strauss. Es ist ein recht langsames Lied und somit hat man wirklich viel Zeit, falsche Töne zu hören und kann keinen Ton verstecken. Es ist auch ziemlich lang, das heißt, man hat auch demzufolge viele Möglichkeiten, sich zu verspielen, falsche Töne zu greifen oder irgendwie in einer Weise. Ich habe das jetzt ohne Kamera einige Male wirklich gut durchspielen können, also für mein Empfinden gut, ohne dass ich da irgendwelche großartigen rausstechenden Fehler hatte. Natürlich ist der ein oder andere Ton noch nicht perfekt, aber ich spiele jetzt ungefähr seit 6 Monaten mit einem Monat Pause dazwischen, also fünf Monate wirklich spielen, wenn ich das alles zusammenziehe. Und deswegen denke ich, ist das alles ganz okay. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen, dass da einige Fehler mit dabei sind. Dessen bin ich mir bewusst. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt einige Male versucht aufzunehmen und man ärgert sich dann selbst immer mehr, dass man dann noch mehr Fehler macht, weil man weiß, man hat es eigentlich schon einige Male gut durchgespielt. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch mal 1, 2 Tage an dem Lied ein bisschen feilen für mich selbst und dann werde ich zum nächsten Lied übergehen. Das ist Leaving for the Last Time, direkt von Alison Sparrow, von ihr ist auch der Kurs. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist wieder etwas schneller, das Lied. Und ja, mal sehen, ob ich das bis nächste Woche schaffe. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!